So hat sich die Kulturstaatsministerin Claudia Roth von der Partei Die Grünen ihre Rede auf dem Eurovision Song Contest wohl nicht vorgestellt. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und was ist eigentlich genau passiert? Schauen wir uns das Ganze kurz mal an. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem wunderbaren 20. Eurovision. Und ich bin sicher, das ist Demokratie. Und ich nehme diese Kritik an, weil wir eine starke und eine bunte und eine mutige Demokratie sind. Ich danke euch ganz herzlich, dass ich heute hier bei euch sein durfte. Ja, also ist natürlich auf jeden Fall eine extrem unangenehme Situation. Du wirst als Ministerin eben eingeladen, vielleicht auch nicht eingeladen, keine Ahnung, wie da genau der Zusammenhang ist. Jedenfalls hältst du eine Rede und ist das nicht äußerst respektlos, wenn man so jemand dann einfach auspfeift? Nun, ja, würdest du vielleicht denken, und ich bin auch eigentlich generell immer ein Freund davon, auch andere Meinungen anzuhören, selbst die, die ich partout nicht leiden kann. Ja, das heißt, auch wenn ich in meinen ganzen Positionen, sei es jetzt Wirtschaftspolitik oder auch viele andere Bereiche wie Energiepolitik, komplett konträr zu dem stehe, wofür die Grünen stehen im Durchschnitt, würde ich niemals irgendwie sie ausbuhen oder würde ich niemals irgendwie versuchen zu unterbinden, dass sie irgendwie ihre Meinung und so weiter ausdrücken können. Aber man muss an dieser Stelle sagen, ich bin auch kein Teil der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Und habe das, was diese Gemeinde teilweise aushalten muss in Deutschland, auch selbst nie erlebt und nie erfahren. Von daher habe ich auch leicht reden. Und man muss sich jetzt hier so ein bisschen in Erinnerung rufen, was eigentlich alles passiert ist, das vielleicht dazu geführt hat, dass eben sie so stark ausgebuht wurde. Und zwar gehen wir da zurück auf die Documenta 15, wo beispielsweise hier von einigen Künstlern, ja, solche Bilder eben ausgestellt wurden, ne? Oder solche hier beispielsweise, ne? Und das ist halt eben eine Kulturveranstaltung gewesen, die nicht nur eben vom Staat gefördert und organisiert wurde, sondern wo eben auch zum Teil solche hier antisemitischen Bilder von einigen indonesischen Künstlerkollektiv namens Taring Padi ausgestellt wurden. Und als Kulturstaatsministerin ist es ja die Aufgabe von Frau Claudia Roth, ich lese mal kurz vor, kulturelle Einrichtungen und Projekte von nationaler und gesamtstaatlicher Bedeutung zu fördern. Also das ist eigentlich genau auch ihre Aufgabe. Aber ich glaube, es ist halt eben nicht ihre Aufgabe, auch eben genau diese Art von Kunst zu fördern. Vor allem nicht in Deutschland, ja, weil dafür darf einfach kein Platz sein. Da sehe ich das genauso wie die Leute, die wahrscheinlich deswegen sie auch ausgepfiffen haben. Und es ist wahrscheinlich, sagst du dir jetzt auch, dieses ganze Ministerium ist doch eh sinnlos und zwecklos. Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Also du kannst natürlich sagen, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, das sind die zentral wichtigen Dinge in Deutschland, Innenministerium und so. Aber ich finde, kultureller Austausch ist schon wichtig. Ich habe selber sehr viele Freunde aus den unterschiedlichsten Nationalitäten und Kulturen. Und ich finde, gerade in einem Land wie Deutschland, ja, ist das eigentlich eine extrem wichtige Aufgabe eben. Aber man muss sich auch hier entsprechend dann davon distanzieren. Und genau das hat eben Frau Claudia Roth damals nicht getan. Sie hat es sogar noch verteidigt als Meinungsfreiheit und so weiter. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, über die man hier berichten muss, und zwar diese Boycott, Divestment and Sanctions Bewegung. Ja?
Lesen wir mal kurz vor. Eine transnationale politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, um ihre Ziele durchzusetzen. Ja? Und das ist halt eine Vereinigung, hier gibt es einen extrem langen Artikel auch darüber, die im Jahr 2019 vom Bundestag als antisemitisch eingestuft wurde. Und Claudia Roth hat damals entgegen dieser parlamentarischen Entscheidung, was ja auch das Recht eines Politikers ist und so, aber gesagt, sie distanziert sich nicht von BDS, sondern von der parlamentarischen Entscheidung, das eben als antisemitisch einzustufen. Und ich denke, das wirft ein bisschen jetzt Licht ins Dunkel dessen, warum diese vor allem Jugendlichen und so aus der jüdischen Gemeinde in Deutschland sie so ausgebuht haben. Dieser Eurovision Song Contest ist ja eine Veranstaltung, die schon seit auch über 20 Jahren jetzt mittlerweile stattfindet. Früher von den einzelnen jüdischen Gemeinden in Deutschland, jetzt seit 2013 vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Und das ist natürlich schon eine heftige Klatsche, sich sowas hier dann auch anhören zu müssen. Und ob das jetzt dann mit diesem Beispiel, das ist Demokratie, ne? Sie muss das akzeptieren. Von daher, diesen einen Teil von dem Satz, den sie sagt, den kann ich sogar nachvollziehen, ne? Dass sie halt in dem Moment sagt, okay, damit muss ich jetzt leben, dass ich hier so ausgebuht werde. Aber ob sie sich dieser Kritik tatsächlich annimmt, vielleicht muss sie erstmal jetzt herausfinden, warum. Ja, das kann sie vielleicht, wenn sie sich einfach die vergangenen Ereignisse nochmal anschaut. Aber ob sie jetzt wirklich darauf reagiert und diese Kritik auch annimmt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ich meine, sie hat ja genug Gelegenheit und genug Beispiele, die immer wieder auch ihr geliefert werden dafür. Ich meine, wie kann es sein? Ich muss mich schon fast schämen teilweise für die Dinge, die in Berlin irgendwie ablaufen. Ich denke mir manchmal so wirklich, wenn ich so einzelne Sachen da sehe, egal ob jetzt jemand wieder die ganzen Mülleimer abmontieren will, ja, oder wenn ich mal wieder dort zu Besuch bin und einfach ein paar Mal mit der U-Bahn hin und her irgendwo fahre, dann reicht es mir eigentlich meistens schon wieder, ja. Und ich gehe dann wieder irgendwo ins schöne Süddeutschland oder so. Aber wie kann es denn tatsächlich sein, ne, dass hier solche Demonstrationen stattfinden, mitten in Berlin, ja, ich meine nichts gegen Demonstrationen und so, aber dass auf diesen Veranstaltungen dann solche Parolen hier skandiert werden dürfen und man jetzt dann sagt, hey, pass mal auf, ne, ist klar, jeder Polizist in Deutschland ist jetzt nicht verpflichtet, irgendwie Arabisch zu lernen oder so, aber es waren nicht nur sehr viele Polizisten dort vor Ort, sondern auch Übersetzer, die den Leuten gesagt haben, was dort eben skandiert wird. Und die konnten aber, ja, minutenlang einfach oder sogar über eine halbe Stunde, glaube ich, konnten die einfach diese Parolen skandieren, ohne dass irgendjemand irgendwas gesagt hätte. Man muss sich nur mal vorstellen, ja, diese Parolen wären nicht jetzt von diesen Menschen irgendwie dort skandiert worden, sondern irgendwie aus einer rechtsextremen Gruppierung gekommen. Was da los gewesen wäre in Berlin, ne? Wir hätten alle Sondereinsatzkommando Deutschlands irgendwie wahrscheinlich einberufen, wahrscheinlich sogar die Waffen aus der Ukraine wieder zurückgerufen und alle irgendwie in Berlin versammelt und abgeriegelt und dann wahrscheinlich die Verhaftungen und Verurteilungen direkt vor Ort sozusagen direkt durchgeführt, war natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr versteht, was ich meine. Und hier konnte man das einfach so so tun. Und jetzt ist die Frage an die Kulturstaatsministerin, ja, mit welcher Begründung können die das machen? Ja, ist das sozusagen diese kulturelle Vielfalt? Ist das jetzt diese Form von Toleranz? Da muss man sich dann irgendwann entscheiden, ja, im Rahmen von dieser Toleranz, welche Art man unterstützen möchte als Kulturstaatsministerin und welche nicht. Und diese Entscheidung hat sie wahrscheinlich in der Vergangenheit schon des Öfteren getroffen und somit bekommt sie jetzt natürlich auch ganz klar die Konsequenzen von den Leuten auf dem Eurovision Song Contest zu spüren.